Es gibt da ein Mädchen. Das mag seine Augen. Sie findet sich hübsch, ohne an die Ideale der anderen zu glauben. Zweifelnd, hallend, das Echo meiner Fragen von den Wänden meines inneren Labyrinths. Meine Gedanken kreisen. Wie im Auge des Sturms, geschaffen von den anderen. Wer bin ich? Wer? Der Blick von außen? Die anderen? Bin ich anders? Wie bin ich? Ist mein Äußeres mein Inneres? Oder ist es andersherum? Ein Spiegelbild in den Augen der anderen. Stimmen um mich. Texte. Sätze. Fragen. Fragen, Fragen. Und kaum Antworten kreist es um mich. Mich. Meine Form suchend, verforme ich mich jeden Tag aufs Neue. Meine Oberfläche wird zur Leinwand. Oberflächlich gezeichnet, bis mein Inneres gezeichnet ist. Nein. In ihrem Selbstbewusstsein der Kern, leuchtend wie Funken. Und dann in mir versunken, meine Zweifel, verweht vom Sturm, der mich umkreiste. Das Mädchen lächelt, lacht mit ihren Augen. Wir sehen uns gleich und doch verschieden. Ich glaube, ich erkenne mich in ihr wieder. Man ist ja immer hier mit sich selber, deswegen. Aber bist du ja irgendwie immer präsent? Ja, ich denke schon manchmal nach, wie mich andere Menschen sehen. Selbstbestimmt ist, dass du jede Entscheidung selber treffen kannst, weil es trotzdem noch Entscheidungen sind. Ich glaube, es ist ein Prozess. Also man sieht im Kopf, also bei mir ist es so, ich sehe ein Bild, wie mich der Mensch sieht und wie er mich sehen könnte, wenn ich bestimmte Sachen mache, und das denke ich mir schon vorher. Also bei mir war das oft so. Und jetzt habe ich gelernt, dass ich okay so bin wie mich andere Menschen sehen, das ist mir jetzt eigentlich relativ egal. Also
man sieht im Kopf, also ich, bei mir ist es so, ich sehe ein Bild, also bei mir wie mich der Mensch sieht und wie er mich sehen könnte, wenn ich und jetzt habe ich gelernt, Sachen dass mache, ich okay so bin und wie mich andere Menschen sehen, dass ich nicht so sehr darüber nachdenke, aber egal. Ich tue es trotzdem. Ich auch. Also und, ja, ich habe sowas zu ihm gesagt und so stehe ich zu ihm. Also ich finde das jetzt auch nicht schlimm, wenn die denken, du bist verrückt, weil letztendlich ist es halt die Art von einem. Ich halt einen wirklich gleichen oder zu sagen, nee, der ist ja ganz anders. Und dann fragst du so, ja, du kannst doch zwei haben. Ganz doll auf Erfahrungen, die man gemacht hat. Ich denke, dass die anderen natürlich auch so glücklich sind, wirklich und so. Und weil du dich selbst liebst, dann fühlst du dich so frei und alles gut. Für mich bedeutet das, dass ich... Man fühlt sich auch nicht wohl, wenn man, also halt wenn man denkt, oh, alle mögen mich nicht so, wie ich bin und so. Also genau, eigentlich sollte es einem egal sein, wie andere über einen denken. Ich glaube, ich erkenne mich in ihr wieder.